Die nächsten Tage müssen wir diese Schiebetür neu machen. Das ist eine Schiebetür von unserer alten Küche. Und jetzt gehen wir nachher mal schauen, was man für Schiebetüren kriegen kann. Das ist die derzeitige Lösung. Da habe ich mal früher mal einen Durchbruch gemacht und habe eine Ölkellertür genommen, eine Tür aus dem Ölkeller, und die haben wir verglasen lassen und haben uns gedacht, jetzt muss aber Problem, dass wir den Ding ein bisschen versetzen müssen, und dann brauchen wir eine neue Schiebetür, und hier das gleiche, das ist die alte Tür aus dem Ölkeller, und da machen wir neue Türen rein, aber die sind so wunderschön, mal schauen, ob wir eine neue Lösung kriegen. Und das gleiche ist dieser alte Metzgerboden, müssen wir neue Boden besorgen, mit dem wir dann Fliesen machen in die Küche. Und folgende Türe gibt es in der Türenausstellung als Schiebetüren, schön groß. Allerdings meiner Meinung nach ein bisschen schwer. Ich möchte eigentlich eine leichtgängige Tür haben. Denn alle oben so ein Schienensystem, oftmals geschlossen oder mit freilaufenden Rädern. Schaut es euch mal an. Ist eine Holzschiebetür mit langem Griff. Alles so komische Musterung da. Mit so Rädel oben drauf. Mach du das gerade? Ich guck, dass es scheint. Ja. Wie groß die ist. Das ist schon ein Riese, oder? Ich weiß gar nicht. Weiß ich, ist, wie heißt die? Möhrendirn, oder? Schallschutzelement. Ja. Ja, das ist ja zum elektronisch öffnen. Was ist das? Bitte drücken. Da kommt jemand, oder? Nein! Das ist zum Auf- und Zumal, glaube ich, oder? Auf geht's. 960 ist dann Breite, oder? Ist jetzt wahrscheinlich eine relativ günstige für möglich vor der Wand laufend. Ja, und da oben. Aha. Vor der Wand laufend. Wenn du die aufmachst, dann läuft sie los. Aber da hemmt sie jetzt ja schon, oder läuft sie? Softeinzug. Einzug. Aber so ganz gut finde ich das nicht, dass so mit dem lieber habe es direkt im Griff. So, und jetzt kommen wir nochmal gleich abschließend zu unserer Tür. So sieht die jetzige aus. Schauspitze. Groß, das ist eine alte Ölkellertür, die wir selber bastelt haben. So eine möchte ich wieder haben. Die sieht echt top aus. Aus dem Ölkeller. Das andere ist eine Balkontür.